Es gibt gute Serben, es gibt schlechte Serben, es gibt gute Albaner, es gibt beschissene Albaner. So sehr man will die Leute kategorisieren in Länder und Gruppen, du kannst nicht. Wir sind alle sehr ähnlich mittlerweile. You don't need to get it up for me, I'm fine. Keep you happy ever after, it ain't mine. Ich bin die Lira und ich bin eine Singer-Songwriterin und komme von Bern. Meine Eltern kommen aus dem Kosovo und aus Albanien und ich bin in der Schweiz geboren. Ich denke, zum Glück bin ich nicht so famous. Wenn ich irgendwie den Status von Lady Gaga oder keine Dua Lipa hätte, würde ich glauben, ich könnte nicht damit umgehen. Das ist auch etwas, was ich während der Pandemie für mich gemerkt habe, dass ich habe immer diesen grossen Traum gehabt. Ich wollte Sängerin werden, ich wollte mega gross sein, ich wollte Billboard Charts Number One sein und erfolgreich sein. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, habe ich das wirklich, wollte ich das wirklich in diesem Ausmaß? Es ist etwas, das ich vielen Leuten erzähle, als ich meinen grössten Erfolg hatte in meiner Karriere. Ich war 4 Wochen Nummer 1 in Deutschland im Radio. Und es ist einfach sehr viel, sehr gut gelaufen. Und es war wirklich so mein Peak. Aber ich war so unglücklich eigentlich. Technisch habe ich alles erreicht, was ich jemals erreichen wollte, aber ich habe gemerkt, ich habe plötzlich gefunden, ich sehe nicht gut aus. Ich habe plötzlich gemerkt, ich habe nicht mehr viel essen. Ich habe ganz stark auf mein Aussehen geschaut, bin ein bisschen unsicher geworden. Ich habe sehr viele Angststörungen bekommen. Ich habe nicht mal in den Zug rein können. Ich habe Angst gehabt, dass etwas im Zug passiert. Ich konnte nicht fliegen. Es hat sich alles so zum Negativen gewendet, in dem Moment, wo ich dachte, jetzt habe ich alles erreicht. Ich hatte zum ersten Mal mein eigenes Geld und alles und war so einsam, dass ich einfach das Einzige, was ich machen konnte, war shoppen. Ich hatte aber niemanden, der mit mir einen Kaffee trinken konnte. Ich war wirklich einsam und bin auf Berlin gegangen, um meinen Traum zu verwirklichen. Meine Familie war weit weg. Es war wirklich tatsächlich eines der schlimmsten Jahre meines Lebens. Du wirst nicht glücklicher, wenn du das Ziel erreicht hast. Es ist wirklich der Weg, in dem Sinne von, wenn du glücklich bist mit zum spazieren gehen mit deinem Partner, wenn du es schaffst, dass es das Mittagessen dir Freude macht, wenn du es schaffst, zu appreciaten, dass du gut mit deinem Kollegen bist, Kaffee trinken, dann kannst du erst glücklich werden, auch wenn du alles erreichst. Wenn du die einfachen Sachen nicht kannst schätzen in deinem Leben, wirst du wirklich nicht glücklich. Auch wenn du deine Millionen hast, auch wenn du Anerkennung hast im Job, auch wenn du einen sexy Partner hast, du wirst nicht glücklich, wenn du nicht so das Fundament von glücklich sein verstanden hast. Schon nur der Geruch und hier zu sein erinnert mich an die Zeiten mit meinem Vater vor allem. Also mein Vater hat uns immer hierher gebracht und uns immer in die Natur rausgeholt. Also ja, also die besten Erinnerungen mit meinem Vater habe ich, habe ich hier tatsächlich. Hi. Willst du mehr? Du bist ein Neugieriger. Keine Ahnung, es sind einfach so die... Man ist so rausgekommen aus dem ganzen Stress. Weil wenn ich hier war, dann hatte ich nicht das Gefühl, dass ich anders war. Oder dass ich Albanerin, Nicht-Albanerin, Schweizerin, Nicht-Schweizerin. Wir einfach alle Tiere gerne und genießen die Natur. Du, gell, bist ein bisschen gierig. Es war einfach ein Moment von Ruhe und von nicht nachdenken, wer man ist, wer man nicht ist. Nicht mein Finger. Wenn ich mit Freunden bin oder im Business bin, dann muss ich einfach versuchen, immer so ein bisschen nicht eine Rolle zu spielen, aber ich versuche einfach meistens irgendwie lustig zu sein oder die Leute zu unterhalten oder Ruhe fühlt sich komisch an. Your life, go and get those extra.
daheim kann ich einfach auch mal nichts sagen und einfach wirklich nur in die Luft schauen. Und es ist okay, meine Familie versteht mich. Ich bin einfach ich selber mit meiner Familie. Und deswegen finde ich dort auch oft Frieden. Ich bin viel vorsichtiger geworden, auch im Musikbusiness. Ich war früher sehr, sehr ADHS und sehr offen mit meinen Gefühlen, mit meinen Gedanken. Und oft habe ich Bridges burnt damit. Und mittlerweile habe ich gemerkt, das Musikbusiness ist Politik und du musst auch überlegen, was du wirklich nach außen tragen willst. Und das hat mich sehr ängstlich gemacht und sehr vorsichtig. Und ich merke, wie ich wirklich immer so ein bisschen verschlossener werde mit den Jahren im Musikbusiness und immer wie mehr Zuflucht zu meiner Familie finde. Cheeks are rosy like a bush of syrup. I'm a strawberry soda, raise my lashes to heaven. Es ist auch wirklich sehr schwierig, irgendwie einen Freundeskreis aufzubauen, der dich auf der gleichen Augenhöhe sieht. Also es ist immer so, die Leute denken automatisch, man ist irgendwie super reich oder super erfolgreich und man hat nie einen schlechten Tag und das Leben ist so schön. Die Leute denken, es ist ein Musikbusiness, sie ist nicht eine von uns irgendwie. Und das ist schade, weil wir haben auch unsere finanziellen Schwierigkeiten, wir haben auch unsere Tage, wo es uns richtig beschissen geht, wir haben auch Depressionen und wir haben ich habe fast das Gefühl, wir haben sogar mehr Druck irgendwie. Wenn man so in der Öffentlichkeit steht, hat man immer das Gefühl, oh, ich muss etwas machen. Ich habe jetzt eine Woche nichts gepostet, ich habe jetzt eine Woche keine Musik, einen Monat keine Musik rausgebracht. Das ist so ein konstanter Druck, der mich früher in den Anfangsjahren sehr kaputt hat gemacht. Und darum bin ich in den Jahren ein bisschen vereinsamt tatsächlich. Und habe mich Kreis einfach auch, um mich zu schützen, ein bisschen kleiner gehalten und kleiner gemacht. Und am Ende sind eben wirklich noch meine Eltern da. Ich habe natürlich ein, zwei gute Kollegen, ich habe einen Freund, der toll ist, aber am Ende, was ich gemerkt habe, ist, am Ende bleibt die Familie. Die Familie ist das, was du einmal im Leben hast und irgendwann werden sie nicht mehr da sein. Irgendwann werden sie älter und werden, ich will meine Mama nicht immer hier haben, sie wird nicht immer da sein als Support. Und darum will ich die Zeit, die ich noch habe mit meinen Eltern, will ich bewusst nutzen, um sie zu genießen. Wir sind gerade bei mir daheim in unserer Küche, wo eigentlich so ziemlich alles stattfindet. Alle Gespräche, alle Pläne, die wir schmieden, alle Analysen, die wir machen, das ist so quasi der Treffpunkt von uns, von Familie Gashi. Meine Mama ist Psychiaterin und wir reden sehr viel über Menschen. Wir analysieren uns gegenseitig, unsere Vergangenheit, unsere Zukunft. Wir machen Pläne, viel was auch mein Musikbusiness angeht. Meine Mama ist so ein bisschen meine geheime Managerin im Hintergrund. Nimmt noch keine Prozent, aber sie hilft im Planen und Leute analysieren. Also, das ist so quasi mein favorite part. Wir Menschen tendieren grundsätzlich dazu, einfach Sachen. Wir gewöhnen uns an Sachen sehr, sehr schnell. Das liegt in unserer Natur. Und darum macht mein Business, das Umreisen nicht daheim sein, macht mein Zuhause umso schöner und umso wertvoller für mich selber. Und deswegen sind wir noch viel, viel enger als früher im Fall. Und es gibt so eine Bezeichnung in Albanien, das heisst Burnesha. Ich meine, es heisst Froma quasi. Und sie ist halt wirklich so. Sie ist sehr, sehr tough. Und wenn ich mit meiner Mami bin, dann sehe ich plötzlich die Welt aus einer anderen Perspektive. Wenn ich irgendetwas habe, was im Musikbusiness mich stört oder was nicht gut läuft, ist sie einfach, sie sagt, komm, nerv nicht, mach einfach weiterlaufen, tu nicht dramatisch, weißt du, ich meine? Und manchmal kann man das als unempathisch sehen, aber meine Mami hat so eine albanische Art, mir auf den Kopf zu klopfen, metaphorisch, und zu sagen, los, komm, ist nicht so schlimm, mach das nicht so negativ. Und das brauche ich eben manchmal, weil ich eben durch meine Sensibilität sehr, sehr negativ kann werden kann, auch mit der Zeit. Und meine Mami ist einfach tough. Sie ist tough, sie ist immer positiv. Und sie hat immer erreicht, was sie wollte im Leben. Sie geht, sie ist so ein bisschen Kopf durch die Wand-Mentalität. Und ich habe das nicht. Und sie gibt mir so ein Stück davon.
Ilira ist in der Schweiz geboren. Ich bin mit meinem Mann in Albanien kennengelernt. Mein Mann war schon in der Schweiz vorher als Asylant und politisch Asylant. Er könnte nachher in Albanien kommen, aber in Kosovo war nicht möglich, dass er reisen wegen politischen Verfahren. Und ich habe entschieden, in die Schweiz zu kommen mit meinem Mann, das Leben aufzubauen. Für mich war es schwierig. Immigration ist nicht einfach. Ich war ohne Deutsch. Ich habe in Brienz gelebt, ganz zurückhaltend, fasziniert von Schweiz, ein idyllisches Land. In Albanien war Schweiz ein Heidi-Land. Wir haben nur im Kartolinen, wir haben in Karten, Postkarten. Für mich war eine Traumwelt. Allein, einsam, war nicht einfach, aber schrittweise, Schritt für Schritt habe ich mich Mühe gegeben, mit meinem Mann zu integrieren, Deutsch zu lernen. Mit dem Schweiz, Menschen waren so offen, nett, freundlich in Brienz, haben uns zugenommen mit Deutsch oder ohne Deutsch, mit ein paar Wörtern, mit Händen. Mhm. Und hat mir sehr geholfen. Menschen in Brienz waren sehr, sehr offen. Ich denke, wenn man das andere nicht so kennt, dann schätzt man es vielleicht nicht wirklich. Ich habe dadurch, dass ich so viel bereist und auch in Berlin habe gelebt und zwischendurch war ich auch in Albanien für ein Jahr, habe dort gelebt. Ich bin mittlerweile in London und ich habe einfach schon so viel gesehen, so viele Kulturen, so viele Menschen, so viele Orte, dass ich jedes Mal, wenn ich zurückkomme, merke, was ich eigentlich an der Schweiz hatte oder habe. Und ich denke, ohne die Unterschiede, ohne die Erfahrungen kann man das, was man hat, nicht 100% schätzen. Die Chemie zwischen den Albanern und den Schweizern hat sich extrem verändert in den letzten 5 Jahren schon nur. Ich habe plötzlich bemerkt, dass sich die Schweizer und Albaner viel mehr vermischt haben mittlerweile. Viel mehr Freundeskreise, wo wirklich 50 Schweizer, 50 Schweizer, andere Nationalitäten. Und sie reden miteinander. Ich habe das Gefühl, die Schweizer fragen viel öfter, ja, wie ist es euch gegangen? Ich habe das Gefühl, die Albaner erzählen viel öfter oder versuchen sich mehr anzupassen, versuchen ein bisschen zu reflektieren, mehr, wie sie rüberkommen. Ich habe das Gefühl, es ist wahnsinnig gewesen. Ich bin zurückgekommen und habe einfach plötzlich alle Hand in Hand gesehen. Und eine viel offenere Schweiz. Also ich habe die Schweiz noch nie so offen erlebt wie im Moment. Wir sind in meiner alten Schule im Buchsi-Schulhaus. Sagt man Buchsi? Buchsi-Schulhaus, ja. In Könitz. Und ich bin hier vom Kindergarten bis zur 6. bin ich hier in die Schule gegangen. Also relativ lang. Die ersten prägenden Jahre. Ich war seit, keine Ahnung, 15 Jahren nicht mehr hier. Habe ich eigentlich nur positive Gefühle, irgendwie. Man sieht auch, ich bin die ganze Zeit am Schmunzeln, einfach weil sich nicht so viel verändert hat. Aber es kommt mir einfach auch so klein vor. Ich habe es so gross in Erinnerung, aber ich denke, ich war einfach ein bisschen mini damals. Ich hatte damals auch schon als Kind so ein bisschen Tendenzen gehabt, zu überdenken Sachen. Und ich war eher melancholisch gestimmt. Und ich wünschte, ich kann zurückgehen und einfach sagen, hey, relax, es wird alles gut. Freude und genieße es. Weil ich sehr gestresst bin, in die Schule kam. Immer meistens die Hausaufgaben nicht gemacht. Weil mir natürlich meine Eltern da nicht viel helfen konnten, weil sie die Sprache nicht konnten. Und es hat sich meistens... Ich bin zur Schule gekommen und hatte schon Angst, weil ich wusste, die Lehrer werden etwas sagen. Also viele Lehrer haben einfach auch nicht verstanden, dass bei mir daheim auch viel los war. Und dass ich ein anderes Fundament hatte als meine Schweizer Kollegen vielleicht. Ich denke, ich war passiv-aggressiv auf meine Eltern. Weil ich habe nicht verstanden, warum sie nicht so gut Deutsch irgendwie, warum haben sie es nicht schnell gelernt. Ich konnte da keine Empathie können haben in diesem Alter. Und ich habe einfach wirklich natürlich sehr schnell Deutsch gelernt. Und ich bin hier geboren, ich bin eigentlich Schweizerin. Also ich hatte kein Problem mit der Sprache. Und habe eben das von meinen Eltern auch erwartet. Aber das ist natürlich unrealistisch. Und das hat mich oft ein bisschen traurig gemacht. Und ich habe oft gemerkt, etwas ist anders. Ich habe mich nicht ganz 100% auf einer Höhe mit meinen Schweizer Kollegen gefühlt. Als Kind denke ich, verstehst du wirklich rational gesehen fast nichts. Also du gehst mehr nach Intuition und Gespür und Gefühl. Und ich habe einfach viel gemerkt, dass meine Eltern sehr gestresst waren. Ich wusste, warum. Sie waren sehr besorgt,
Der Fernseher ist immer gelaufen, immer Nachrichten, immer. Die Bilder sind einfach noch so sehr verankert vom Krieg. Es gibt die Berichte von Gräueltaten, von Vergewaltigungen und von Erschießungen. Aber Tausende sind weiter auf der Flucht, immer neue kommen dazu, ein neuer Ansturm auf die Nachbarländer. Noch nie verlangten an einem Tag so viele Asylsuchende Einlass in die Schweiz. 1120 Personen wurden gestern gezählt. Einfach, ich habe viele Telefonate mitgehört von meinem Vater, mit seiner Familie. Und hey, bist du in Sicherheit? Was können wir etwas zuschicken? Wie können wir helfen? Also, mein Vater war sehr verzweifelt und hat auch ein schlechtes Gewissen gehabt, dass er nicht dort sein kann. Und hat nicht gewusst, wie ich helfen kann. Und das spürst du als Kind. Du spürst, wie deine Eltern fühlen, ob es willst oder nicht. Und das tust du automatisch, symbiotisch absorbieren. Ich denke, mit dem Alter kommst du so ein bisschen, realisierst, dass es halt das Leben ist, so ist die Welt. Aber als Kind ist es extrem dramatisch. Die Albaner, nicht nur die Albaner, die den Krieg wirklich miterlebt haben, sondern auch die, die es passiv miterlebt haben, haben so eine gewisse Schutzmentalität entwickelt. Die Schutzmentalität kann zum Teil sehr negativ sein. Das heisst, ich bin selber auch so. Dadurch, dass ich in so einem Umfeld bin aufgewachsen, mit viel Stress und Krieg im Vordergrund, habe ich selber ganz viele Jahre niemand an mich dran gelassen. Ich war sehr negativ. Also, wenn jemand mich enttäuscht hat, habe ich es ganz persönlich genommen. Ich hatte immer die Mentalität von wegen alle gegen uns, wir gegen alle. Ich habe wenig toleriert. Ich war sehr, einfach sehr emotional darauf losgegangen, auf etwas, das mir zugestoßen ist. Oder ich habe einfach nicht akzeptiert, ich habe viele Sachen sehr persönlich genommen und das habe ich wirklich ganz viele Jahre versucht abzubauen und versuche immer noch in der Therapie irgendwie das abzubauen, dass die Paranoia, dass mir Leute enttäuschen und dass es immer irgendwo jemanden gibt und einen Feind und die Leute wollen mir nichts Gutes. Weil so kann man nicht leben und so sollte man auch nicht leben. Weil so stößt man vielleicht auch Leute ab, die einem etwas Gutes wollen. Aber es war so tief in mir verankert, dass es mir auch ganz viele Sachen verbaut hat. Beziehungen, Freundschaften. Unsere Familien waren auch sehr isoliert. Ich denke, viele albanische Familien sind sehr isoliert, sehr im Kern zusammen, aber außerhalb immer so ein bisschen distanziert. Und das kommt vom Krieg, wenn du dir unsere Geschichte anschaust. Über Jahrzehnte, über Jahrtausende, also sind wir einfach immer, haben uns immer Leute besitzen. Wir haben immer müssen kämpfen. Wir sind in der Geschichte schon, nur geografisch, geopolitisch haben wir immer müssen kämpfen. Und es hat sich so krass manifestiert in unserer Kultur, dass wir bis heute, auch die nächsten Generationen, ich denke, ein, zwei Generationen werden noch mit dieser Kultur zu hapern haben. Ich will, dass meine Kinder nicht den Krieg mit sich mittragen, weil das ist eine Last. Ich will nicht, dass meine Kinder mit Last schon auf die Welt kommen. Ich wünsche mir sehr politisch gesehen, dass zum Beispiel Kriegsdaten anerkannt werden und dass es Entschuldigungen gibt. Ich verstehe schon, warum meine Eltern sagen, hey, es ist nicht in Ordnung, es hat noch offiziell keine Entschuldigung gegeben. Andererseits muss ich sagen, das ist eine Sache zwischen Politikern. Ich will nicht das ganze Land verurteilen, weil Politiker sich entschieden haben, Arschlöcher zu sein. Es gibt gute Serben, es gibt schlechte Serben, es gibt gute Albaner, es gibt beschissene Albaner. Ich denke, wir leben in einer sehr globalisierten Zeit. Und so sehr man es auch will, so sehr man will, Leute kategorisieren in Länder und Gruppen, du kannst nicht. Wir sind alle sehr ähnlich mittlerweile. Wir haben alle den gleichen Zugang zu Informationen. Wir erleben alle ähnliche Sachen. Es verschwimmt alles. Ich denke, der Nationalismus, Patriotismus, das verliert an Wert mittlerweile in einer Zeit von Globalisierung. Und ich bin für einen Frieden. Ich bin dafür, dass wir nicht sagen, Serb, Albaner. Ich bin dafür, dass wir uns die Hand geben und lernen, mit der Vergangenheit zu leben, über die Vergangenheit zu reden, offen und diplomatisch, aber dass wir wirklich einen Schlussstrich ziehen, damit unsere Kinder in Frieden leben können, wenigstens. Ich kann das absolut nachvollziehen und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was es hat geheißen für mich, in Kosovo geboren zu sein oder in Albanien. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es nicht bin. Meistens. 90% der Zeit bin ich froh, dass ich hier bin, weil hier hast du als Frau und allgemein einfach auch als Mensch, als Jugendliche, du hast so viele Rechte. Es ist auch krass, wie viele Rechte die haben. Die Schweiz ist einfach, je mehr ich im Ausland lebe, desto mehr muss ich sagen, die Schweiz ist einfach ein
krasses Land. Es gibt natürlich auch negative Seiten, aber wie das alles geregelt ist, die Sicherheit, die Rechte, die wir haben, die Demokratie, es ist einfach wirklich, ich habe mich frei gefühlt. Nicht ganz, weil ich daheim natürlich zwei Menschen hatte, die das nicht ganz nachvollziehen konnten, was ich auch verstehe. Aber generell, dass ich einfach anlegen konnte, was ich wollte, dass ich mich am Abend schminken konnte, wie ich wollte. Ich habe wirklich ausgesehen wie ein Clown. Ich habe einfach experimentieren mit Sachen, dass ich konnte. Ich war einfach frei in einem sicheren Land. Ich meine, wie viele Menschen können das von sich sagen? Wie viele Frauen haben Angst? Wie viele Frauen dürfen gar nicht so offen sein? Ich habe sehr viel mit meinen Eltern geredet, auch was meine Grosseltern angeht. Und zum ersten Mal habe ich verstanden, warum sie so denken, wie sie denken. Weil sie es eingetrichtert bekommen. Mega krass sogar. Und auch in einem Land, wo sie nie frei sein konnten. Also in der kommunistischen Diktatur, wenn du dort irgendetwas gemacht hast, bist du sofort aus der Gesellschaft rausgeschlossen. Für etwas ganz Kleines ist schon nur ein Verdacht, schon fast mittelalterlich. Ich hatte wirklich mehr fast Schweizer Freunde. Auch einfach auch, weil ich so die Freiheit gesucht habe, das andere. Ich wollte wissen, was ist die Schweizer Kultur ist. Es hat mich interessiert. Vor allem, was mich angezogen hat, wie frei meine Schulkolleginnen sein konnten. Wie sie aussehen, die blonden Haare, die blauen Augen. Ich einfach gefunden, wow. Das hat mich mega fasziniert, weil in meiner Kultur gibt es halt nicht so viele blauäugige Leute und blonde Frauen. Und ich hatte Freundinnen, die frei sein durften. Sie durften Jungs mitnehmen, daheim. Geld war natürlich auch so kontrolliert. Und sie durften bis zum Abend ausbleiben. Und ich einfach so viele Sachen gesehen. Und nachher bin ich heimgekommen. Nachher hat es geheißen, ja, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und nachher bin ich absolut so world crush gewesen. So, warum? Vor einer Stunde bin ich noch mit meiner Kollegin gewesen, Lisa, habe alles dürfen machen und daheim ist plötzlich, nein, da hört es auf. Ich habe es einfach nicht, ich habe die Welt nicht verstanden. Und zum ersten Mal habe ich gemerkt, dass ich mich dafür habe entschieden zu rebellieren. Ich habe es einfach nicht akzeptieren. Pubertät zum Beispiel war schwierig für mich. In Pubertät von Ilira, weil ich war wieder eine Albanerin. Ausgänge in Albanien habe ich keine Ausgänge gehabt. Oder erste Liebe, Freund so früh. Es war ein Kampf. Oh mein Gott, Ilira, mein Mann und ich waren drei Protagonisten. War nicht einfach. Aber wir haben irgendwie, Ilira war hartnäckig, sehr hartnäckig, sie war offen und sehr offen. Manchmal wollte sie nicht, dass sie so offen sein musste, aber sie sagte, ich bin da. Es ist ein Privileg, dass ich in der Schweiz bin und die Rechte einfach gehören mich. Aber es mit den Kulturen und Umgehen, mit dem Emigration, Kultur, Identität und Pubertät war nicht einfach. Ich kenne viele Albanerinnen und Albaner, die das einfach akzeptiert und Familie respektiert. Ich habe gesagt, Liebe ist ohne Condition. Und wenn sie mich lieben, dann werden sie lernen, dass das mein Ziel ist, frei zu sein. Und dann werden sie so akzeptieren eventuell. Und darum bin ich so ein bisschen härter weggegangen und habe rebelliert. Und ich glaube, so eine von der ersten Albanerinnen in Bern gewesen, oder so chli, vielleicht auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich bin so voll tätowiert und ich habe einfach so zum ersten Mal richtig rebelliert und habe wirklich keine Vorbilder gehabt. Ich habe niemanden gekannt, der das gemacht hat, der gegen die Eltern und gegen die Kultur rebelliert hat. Ich habe nicht gegen die Kultur rebelliert, sondern für meine Freiheit. Es gibt die drei Personen. Es gibt Leute, die depressiv werden, Leute, die es einfach akzeptieren und sich selbst verlieren und Leute wie ich, die vielleicht eine Chance haben. Am Ende, wo sie rebellieren und sich wehren. Ich kann mich an eine Sache erinnern, ich war bei Lisa daheim und wir haben Nutella aufs Brot geschmiert am Morgen. Und ich habe das Gefühl, die Schweizer sind immer ein bisschen sparsamer mit Brot und Nutella. Und dann hat es halt so eine halbe Schicht gegeben, so eine dünne Schicht, zweite Schicht Nutella, ganz dünn. Dann komme ich, einfach so ganz einen Löffel draufgepratscht auf das Brot. Hure viel Nutella. Und dann hat die Mutter gesagt, du bekommst du Essen daheim. Sie hat sich Sorgen gemacht, ob ich genug zu essen bekomme. Ich so, ja, ich bekomme richtig viel zu essen. Darum, weißt du, was ich meine? Und dort hast du schon so Kulturunterschiede gemerkt. Ich bin zu frei und zu offen für die Albaner. Andererseits bin ich viel zu emotional und viel zu hitzig für die Schweizer. Ich habe gesagt, ich packe jetzt meine Koffer und versuche irgendwo. Vielleicht ist das nicht hier. Lately I've been trying to be someone else. No, I can't hide, 'cause in the end, there's something missing.
Ich liebe London über alles. Mein Traum war immer, in der Brit School zu sein und angenommen zu werden. Ich bin leider nicht angenommen worden, aber ich dachte, ey, weißt du was, auch wenn ich nicht in der Musikschule angenommen werde, mache ich doch meinen Traum. Gehe ich einfach dorthin und jetzt, wo ich Kontakt habe zum Musikbusiness, glaube ich, ist es so einfacher, Fuß zu fassen. Ich habe sehr viel neue Musik geschrieben, neuen Stil gefunden. Ich habe ein kleines Gärtchen. Ich habe meinen Freund kennengelernt in London. Ich habe wirklich sehr viel Nostalgie, wenn ich an London denke. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen mein Ort, wo ich mir selber Zweck gestellt habe. So, ich habe so ein meine eigene Utopie erstellt in London, so ein meine eigene Bubble. Die Natur ist einfach unersetzbar, das ist einfach unglaublich. Und ich merke es immer wie mehr, wo ich gerade auch mitten in London lebe, in der Stadt. London ist mit der Zeit sehr viel Neues. Es ist wirklich sehr intensiv für jemanden, der in Niederwangen aufgewachsen ist. Der Unterschied ist Wahnsinn. Also zum ersten Mal bin ich so, dass ich die Luft, wenn ich in die Schweiz komme, das Erste, was ich mache, wenn ich aus dem Flieger komme, bin ich atme erstmal. Ich bin so, oh mein Gott. Die Luft hier ist unglaublich. Also, ich habe es früher nie wahrgenommen, wir sind immer gleich gewesen. Mir geht es darum, dass ich aufstehen kann, meinen Kaffee trinken und sagen, so, ich gehe jetzt ins Studio mit 3-4 coolen Leuten und wir schreiben zusammen einen Song. Und am Ende des Tages habe ich etwas gemacht, das ich sehr gerne mache. Und das war für mich glücklich. Darum, ich bereue nichts, ich bin happy. Ich habe sehr viel gelernt, sehr viel über mich und das Leben und die Menschen. Und bin froh, dass ich back to the roots bin.